Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Heute rede ich mal, wie ich eigentlich zu YouTube gekommen bin, wie das alles anfing und natürlich, wie ihr persönlich ganz schnell zu einem Let's Player werden könnt, weil das ist ja nicht besonders schwer, Let's Player zu werden. Und ich bin jetzt mal hier im sogenannten Finanzdistrikt hier. Viele Hochhäuser, alles schön geschmökert. Das erinnert mich natürlich auch an das Originale. Ne? Arm und reich. Riesige Finanzgebäude. Top! Überall Palmen und 500 Meter weiter leben die armen Menschen. Haben wenig zu essen. Also das ist wirklich ein großer Kontrast und das ist auch eine Botschaft, die ich euch vermitteln will, die es heute auch gibt. Viele Leute arbeiten sehr, sehr hart, arbeiten viel, unglaublich hart, aber bekommen wenig an Geld. Und dann gibt es Leute, die spekulieren mit Weizen, mit Roggen und die Leute verhungern dort in den Ländern wie Indonesien, weil der Reispreis steigt und so weiter. Das ist heute Alltag. Und die bekommen auch noch Fettboni. Sowas regt mich natürlich schon ein bisschen auf. Und da könnte ich natürlich schon wieder hier die Leute. Also das ist natürlich schon ein Spiel. So, wie kam ich eigentlich zu YouTube? Und das hat alles etwas mit einem Koch zu tun. Koch. Der das Essen für die Gäste zubereitet. So ein Koch. Und zwar, es war eines Tages, da war ich auf der Berufsschule. Und zwar war das irgendwo im Schwarzwald. Ich möchte jetzt auch nicht erzählen, wo das ist, weil ich nochmal dieses Jahr auf diese Berufsschule muss. Und ja, auf jeden Fall war ich dort in der Schule und hatte dort einfach irgendwann mal so, als ich ein bisschen Bett geschlafen habe, so geisteswitz, ich möchte YouTube machen. Ich möchte YouTube machen. Ich hatte einfach Lust, ich wollte das machen, ich will das machen, habe ich mir gesagt und okay. Ich hatte da aber nur ein iPad in meinem Zimmer und habe natürlich dieses iPad genommen, geguckt, YouTube, und da bin ich auf Anmeldung gegangen und habe mich angemeldet. Habe ein paar Namen gesucht hier, Zockerflo gab schon, ja, ich weiß gar nicht mehr, was es eigentlich alles war. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und da kam plötzlich ein Suchbegriff, der von YouTube vorgeschlagen wurde. Und der hieß der junge Zocker. Damals so ungefähr 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das wirklich jung war. Kann ich so jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall habe ich mich angemeldet. Und hatte jetzt einen YouTube-Kanal. War natürlich richtig stolz. Alles super. Ich habe einen YouTube-Kanal. Toll. Und fing natürlich dann an, auch langsam, aber sicher diese ganzen YouTube-Videos hochzuladen. Verschiedenste Teile, also wirklich von der Eidechse bis Abfilm mit meinem Handy auf einen Fernseher. Fing dann meine Let's Plays an und ich sage euch ganz ehrlich, damals waren meine Let's Plays nicht authentisch. Ich habe mich natürlich auch verstellt. Was erwartet ihr? Wenn man ganz neu auf YouTube ist, keine Ahnung von irgendwelchen Let's Plays, dann fängt man natürlich auch an, andere zu imitieren. Ist doch ganz normal. Ja, das ist ganz normal. Das werdet ihr aber auch mal feststellen, wenn ihr mal anfängt mit YouTube. Ihr werdet auf jeden Fall am Anfang sehr aufgeregt sein. Weil ihr wisst, dass echte Leute, echte Menschen diese Videos sehen. Menschen wie du, ich. Menschen, die man kennt. Leute sehen das. Gronkh. Leute, die man cool findet, die man auf YouTube angehimmelt hat, gucken deine Videos. Und das ist doch immer wieder etwas Krasses. Aber auch ein YouTube. Ja, ich, auf jeden Fall fing ich dann so an, YouTube-Videos zu machen. Let's Plays, MW2, Let's Plays und so weiter. Machte da also meine Let's Plays. Und ja. Da kamen viele, viele, viele Hater. Und ja, entwickelte sich alles. Irgendwann mal kaufte ich mir die Elgato. Aber ein Elgato zu haben, reicht natürlich nicht, um einen guten Let's Player zu sein. Und ja,
Auf jeden Fall habe ich jetzt seit gut 3 oder 4 Monaten. Ja, mache ich meine Let's Plays auch nicht mehr so, dass ich jetzt einfach so reinrenne und alles kommentiere. Ach, jetzt laufe ich mal nach vorne, jetzt gucke ich mal nach oben, jetzt schieße ich mal hier in die Palme rein und jetzt gucken wir mal, ob wir da vorne einen abknallen können. Das mache ich nicht mehr. Ich habe jetzt einfach eine Serie gestartet. Alltag in GTA 5 und ich bin mit dieser Serie total zufrieden. Ja, weil ich einfach mal Wissen weitergeben kann und einfach mit euch Sachen diskutieren kann. Ne? Und ich weiß, dass die Leute das sehen. Ich weiß es. Ich sehe es an den Aufrufzahlen. Die Kommentare, die sind natürlich im Endeffekt nicht so wichtig. Da es mir eigentlich darum geht, eine bestimmte Gruppe zu erreichen. Und wenn ich einen Menschen irgendwann mal bilden kann und sagen kann, hey, der junge Zocker, ey, ein Lehrer hat mal was gefragt und ich habe die richtige Antwort darauf gewusst, dank deinem Video, dann bin ich zufrieden. Da habe ich was erreicht. Dann bin ich zufrieden. Da bin ich absolut zufrieden, absolut. Und ich denke auch, als YouTuber hat man eine Verantwortung. Verantwortung für den Abonnenten. Und den würde ich niemals irgendwie verarschen. Das will ich euch nochmal ganz klar sagen. Ihr seid mein Ein und Alles. Und ich bin auch nicht immer online auf YouTube und so und gucke auch die Kommentare an. Weil YouTube sollte in meinen Augen niemals zu einem Sucht werden. Weil YouTube-Sucht kann es auch geben, dass man immer auf sein Handy guckt, habe ich ein neues Kommentar, habe ich ein neues Kommentar, habe ich einen neuen Abonnenten. Das macht dich im Endeffekt seelisch fertig. Und ich sehe das einfach als Freizeitbeschäftigung und nicht als Sache, wo ich jetzt hier die ganze Zeit dran bin. Ich habe auch keine Werbung auf meinem Kanal. Für euch. Ich bin in keinem Partnerprogramm. Es würde sich lohnen, natürlich. Es ist sehr viel Geld verloren gegangen durch das. Unglaublich viel Geld. Aber es interessiert mich nicht. Geld ist eine Verlockung. Und sie zu widerstehen, das ist die wahre Stärke. Auch wenn das natürlich nicht manche, auch wenn manche sagen, oh, du bist doch blöd, du lässt doch dein ganzes Geld hier entgehen, dieses gute Geld. Was für gutes Geld. YouTube ist doch nicht hier, um Geld zu machen. YouTube ist für euch da. Und somit beende ich auch jetzt meinen Kommentar. Aber bevor wir jetzt noch weiterreden, wie macht man eigentlich ein Let's Play? Ihr geht einfach auf das Elgato. www.elgato. Es ist ein Produkt, mit dem man Videos aufnehmen kann. Ein kleiner Kasten. Steckt ihr an der PS3 an und an euren Fernseher. Headset an. Ihr braucht einen YouTube-Kanal. Loggt euch da ein und das Programm ist so leicht zu bedienen, das findet ihr automatisch, also das ist gar nicht so schwer. Also, Let's Plays zu machen, da denken immer, oh, man muss jetzt hier stundenlang diskutieren hier. Ne, kauft euch eine Elgato oder eine gute Handykamera und filmt euren Fernseher ab oder nehmt die Elgato und fangt dann an einfach zu reden. Let's Plays oder PM-Commentaries, es ist euch überlassen. Ihr müsst ja nicht mal unbedingt jetzt mit der Elgato anfangen, ihr könnt ja natürlich aber auch ganz normal hier die Landschaft Let's Playen. Es liegt an euch. Auf jeden Fall sage ich ciao Leute, ich bin draußen, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Haut rein, ciao!